Heute sind wir im Atrium Amras in Innsbruck, wo die Veranstaltung Le Malheur 2017 stattfindet. Ist mein Baby, wo ich quasi andere Künstler mitmachen lasse und wo wir gemeinsam einen leichten Zugang zur Kultur bieten, indem wir es im Eventcharakter gestalten. In meinem Hauptjob arbeite ich in der Steuerkanzlei und mein Ziel war, mehr Kunst zu machen, weniger Steuererklärungen, weil mich das einfach mehr ausfüllt und mehr inspiriert. Und mit anderen Künstlern zusammen, die kreative Energie, die ist einfach, das kann man nicht erklären, das muss man fühlen. Ich mache Metallkunst, alles mögliche Metallbilder, Metallfiguren, habe viele Jahre ein großes Atelier gehabt auf Schloss Bixenhausen, habe dann 2012 mit der Kunst aufgehört, aus beruflichen und privaten Gründen und bin eigentlich jetzt, muss ich jetzt sagen, durch den Alf, der mich da wieder inspiriert hat, hat er gesagt, tu mit. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch einige Sachen, nicht, wenn das keine Rolle spielt, dann komme ich und tue wieder mit. Dann muss ich sagen, er hat mich richtig angesteckt, das taugt mir wieder. Vielleicht tue ich wieder weiter und starte wieder, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Total gut, gefällt es mir da. Vor allem, was mir gefällt, die Vielfältigkeit. Gell? Ich habe mir zuerst gedacht, nein, ich passe da ja überhaupt nicht rein, weil es ganz was anderes ist. Und mir gefällt es eigentlich gut, gerade weil es so verschiedene Sachen sind. Ich bin mit Film unterwegs. Eigentlich hauptsächlich male ich Bilder. Aber im Urlaub mache ich immer Schwemmholzkulturen und andere Skulpturen. Und jetzt wollt ihr mal die ausstellen, weil sonst stelle ich meistens Bilder raus. Ja, ich habe meine Kunst mitgebracht. Ein Abriss von meiner Kunst. Das heißt, von den abstrakten Bildern, wie jetzt da so urchige Appenzeller oder eine Vespa oder eine Hochlandrin, halt, was man in der Schweiz auch immer überall so sieht. Ja, und viel Spannung auch, natürlich, was heute Abend läuft. Und wie die Ausstellung Le Malheur da funktioniert, bin ich sehr gespannt. Es handelt sich bei meiner Kunst immer um Frauen und um die Liebe, also nicht nur Frauen. Ich habe auch Spitzbuben im Programm, aber es geht immer ums Kokettieren mit der Liebe, mit der Schönheit und mit der Leichtigkeit und ums Umworbenwerden. Das ist irgendwie in Vergessenheit geraten, aber ich denke, das sollte einfach wieder populärer werden und deshalb auch eher poppige Bilder, aber es ist immer die Frau im Vordergrund. Auf alle Fälle möchte ich eins sagen, Kunst bereichert das Leben. Ganz egal, ob man schreibt, Musik macht, Bilder macht oder sonstige kulturelle Sachen macht, Kunst bereichert einfach das Leben.